Wir hatten es vorher von Gegenwart und von Präsentsein und das eigentlich als Chance für Veränderung, weil ich muss ja einerseits bewusst haben, was mich stört und ich muss aber andererseits dann auch irgendwie bewusst haben, was da gerade abgeht in diesem Raum zwischen Reiz und Reaktion. Mhm. Und von der Ausbildung habe ich ja Neuropsychologie so ein bisschen als Hintergrund und Aufmerksamkeit ist so eines der großen Gebiete in der Neuropsychologie. Ich habe da so ein bisschen so mit der Zeit und auch mit den vielen Menschen, mit denen man sich unterhält und auch in der Beratung und im Coaching so ein Bild, was ich gerne benutze und was die Menschen eigentlich ganz gut verwenden können. Und ich erzähle dir das einfach mal, wenn du magst. Mhm. Stell dir vor, du sitzt am Frühstückstisch, liebst Marmelade, hast frische Croissants und die Marmelade geht zur Neige, noch bevor du fertig gefrühstückt hast. Ist jetzt blöd. Weißt aber, und das ist jetzt die gute Nachricht, du hast im Keller noch ein Marmeladenglas oder mehrere und möchtest die holen. Du stehst auf, gehst zur Kellertreppe, willst Licht anmachen, plupp. Lampe geht nicht, Lampe aus. Du so, Marmelade unten, du oben, Lust auf Marmelade, also zurück, organisierst dir eine Taschenlampe. Mit dieser Taschenlampe gehst du sozusagen vor dich leuchtend in diesen Keller runter. Im Kopf hast du in diesem Moment noch total klar das Ziel, ich muss dorthin leuchten, damit ich was sehe, den Weg zu meiner Marmelade, weil die Marmelade ist möglicherweise so 3 Keller weiter im hinteren Speisekeller. So, und jetzt ist es aber so, dass du in diesem Keller noch verschiedene andere Räume hast und in diesem Keller natürlich auch noch andere Dinge in diesen Räumen sind. Und während du so die Treppe runtersteigst, kommt dir so den Gedanken, ja, eigentlich wollten wir doch als Familie nach dem Frühstück Fahrradfahren gehen. Und da fällt dir ein, ui, ich habe gestern vergessen, irgendwie das Fahrrad aufzupumpen. Und das Fahrrad steht da sozusagen rechts drin. So, und jetzt ist das die Stelle mit dem Bild der Taschenlampe, weil wenn du jetzt sozusagen auf dem Schirm behältst, was du eigentlich möchtest, wirst du sozusagen weiter geradeaus auf den Weg leuchten, wo du hin möchtest, um der Marmelade zu geraten. Aber meist sind wir Menschen natürlich so, dass wir schon mal rechts reinleuchten und gucken, ob das Radl schon ganz platt ist. Und dann leuchten wir vielleicht auch noch links rein, ob der Bub, der gestern den Rasen gemäht hat, den auch ordentlich aufgeräumt hat. Und so sind wir ja so ein bisschen als Metapher im Leben unterwegs. Mhm. Dort, wo ich hinleuchte, sehe ich was. Das ist an der Kellertreppe relativ gut, an der dunklen Kellertreppe relativ gut zu merken. Das heißt, dort, wo ich Licht hinbringe, sehe ich was. Ja. Ich habe angefangen mit Aufmerksamkeit und genau um das geht's. Aufmerksamkeit, das Licht der Taschenlampe sozusagen als die Stellvertreter für die Aufmerksamkeit. Dort, wo du Aufmerksamkeit hinlenkst, dort wirst du auch Dinge sehen, Klammer auf, verarbeiten, weiterverarbeiten können. Jetzt kommen wir zurück zu diesem Raum, den man gestalten kann möglicherweise. Mhm. Wenn du dorthin Licht bringst, wenn die Aufmerksamkeit wirklich dort ist, naja, da ist ein Auslösereiz und jetzt muss ich gucken, was entsteht. Und du wirklich präsent bist, in der Gegenwart bist, im Hier und Jetzt bist, also Licht auf den Moment, also bewusst ihn wahrnimmst, hast eine Chance, diese Tendenzen, die da in dir entstehen, schnelle Reaktionen, langsame Reaktionen, Emotionen, Gefühle wahrzunehmen und dann besteht die Chance sozusagen zu unterbrechen oder zu verändern. Aber es ist, sobald du das Licht dort nicht hast, also sozusagen, wenn du abgelenkt bist, wenn du unter Stress bist, wenn du gerade irgendwo in der Gegend rumleuchtest, nur nicht in diesem Raum, in dem sozusagen der zwischen Reiz und Reaktion ist, dann hast du auch keine Chance zu unterbrechen.